Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Naturwissenschaft und Technik, nur hier bei uns auf dem Kanal des Physikalischen Vereins. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind. Ich freue mich sehr, dass wir Frau Dr. Hellweg vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik für unseren heutigen Vortrag gewinnen konnten. Hallo, Frau Hellweg. Hallo. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe eben schon mal in den Chat geschrieben, wir haben ein bisschen technische Internet, Schluck auf, Schwierigkeiten nenne ich es mal. Daher die Frage, erst einmal in den Chat, ob der Ton okay ist, ob etwas ankommt. Das dauert jetzt immer ein bisschen Zeitverzögerung, das heißt, da können wir einen Moment warten. Okay, Ton scheint zu funktionieren. Sehr gut. Das heißt, wir drücken die Daumen, dass das Internet durchhält. Und an Sie Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal der Hinweis, stellen Sie Ihre Fragen gerne in den Chat. Wir werden sie dann am Schluss, ich werde sie alle weiterleiten. Und ich hoffe, auch alle beantworten können. Sie wissen, damit Sie mitchatten können, einfach anmelden Sie im Google Mail Account und dann können Sie mitchatten. So, nachdem wir jetzt die ganzen organisatorischen Dinge aus dem Weg haben, würde ich sagen, kann es losgehen. Frau Hellweg, Sie können Ihren Vortrag schon mal starten und ich schalte hier um. Ich freue mich. In Ordnung, dann starte ich. Gut. Wir begeben uns ja heute auf eine Reise in den Weltraum und jede Reise beginnt erstmal auf der Oberfläche unseres Planeten. Und ich mag dieses Bild so gerne von unserer Erdoberfläche mit der dünnen Atmosphäre, die so zart aussieht. Und diese Atmosphäre wird immer dünner, je weiter wir uns entfernen von der Oberfläche der Erde. Und auch das schützende Magnetfeld lässt mit zunehmender Entfernung nach. Das heißt, wir kommen in das Vakuum des Weltraums. Es fehlt uns die Luft zum Atmen. Und die UV-Strahlung ist stärker auf der Erde als auf der Erde. Wir sind Kälte oder Hitze ausgesetzt. Und ganz wichtig, wir sind der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Und darum geht es im heutigen Vortrag, um die Strahlenbelastung bei Raumflügen von Apollo zu Artemis und darüber hinaus. Zunächst einmal den astronautischen Ort, wohin wir uns, Space Station, ISS abgekürzt. Hier ist das nochmal gezeigt, innerhalb des inneren Strahlungsgürtels. Im niedrigen Erdorbit auf ungefähr 400 Kilometer Höhe fliegt die ISS um die Erde herum. In Zukunft werden auch noch kommerzielle Plattformen dazukommen und irgendwann die Raumstation in Rente gehen. Dort wird Forschung unter Schwerelosigkeit betrieben, Erdbeobachtung, aber auch sehr viel Forschung für die astronautische Raumfahrt, die dann irgendwann den niedrigen Erdorbit verlassen wird. Und in der Vergangenheit mit Artemis, mit Apollo ja auch schon verlassen hat. Und die Rückkehr zum Mond hat letztes Jahr begonnen mit der Artemis 1 Mission. Hier sieht man die SLS-Rakete und die Orion-Kapsel, die um den Mond herumgeflogen ist. Es sind auch schon robotische Missionen unterwegs zum Mond und es soll in Zukunft auch noch ein Lunar Gateway oder Deep Space Gateway gebaut werden, der eine Art Hub wird, um auch tiefer in den Weltraum fliegen zu können. Auf dem Mond wollen wir zunächst einmal den Mond selber erforschen, die Polregionen und die Ressourcen. Und aber das ganz Wichtige dabei ist, Technologien für Marsmissionen zu erproben.
Der Mars ist noch innerhalb der habitablen Zone unseres Sonnensystems. Insofern steht dort die Suche nach Leben, fossil oder noch lebensfähig, im Vordergrund. Starten wir also auf der ISS. Wir betreten jetzt die ISS und zwar das Columbus-Modul. Das sieht sehr vollgestopft aus und wenn man da so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man lauter kleine orangefarbene Pakete. Was könnte das sein, so gleichmäßig hier in dem Columbus-Modul verteilt? Dahinter verbergen sich kleine Dosimeterpakete. Sie sind an mehreren Positionen verteilt, entlang der Längs- und Achse und kreisförmig in dem Columbus-Modul. Und sie sind mit kleinen Velcro-Tapes fest befestigt. Und hier sieht man auch noch etwas Blaues. Das ist ein Messgerät. Und in diesen Dosimeterpaketen befinden sich zwei verschiedene Typen von Detektoren für kosmische Strahlung. Zunächst einmal kleine Kristalle, das sind sogenannte Thermolumineszenzdetektoren, aber auch einfach Plastikfolien. Diese verwenden wir als Kernspurdetektoren. Dazu später mehr. Es geht also heute um die kosmische Strahlung. Das ist unser Programm für heute. Wir befassen uns damit, wo diese Strahlung herkommt, woraus sie besteht, wie man sie messen kann, wie hoch die Strahlenbelastung bei Raumflügen ist und was die kosmische Strahlung im menschlichen Körper macht. Was man dagegen unternehmen kann, kommt gegen Ende und auch, wie man die Erkenntnisse aus dieser Forschung auf der Erde nutzen kann. Zunächst als Sonne. Diese stößt die solare kosmische Strahlung aus. Und dabei handelt es sich um den niederenergetischen Sonnenwind und um solare energiereiche Partikel. Dann schauen wir uns diese beiden Strahlenarten mal genauer an und starten mit Sonne. Die Sonne ist ein magnetisch aktiver Stern und ein Sonnenzyklus dauert 11 Jahre. Hier sind dafür 11 Sonnen dargestellt. Und man sieht hier diese Veränderungen auf der Oberfläche der Sonne. Dabei handelt es sich um Sonnenflecken, die schon seit einigen Jahrhunderten bekannt sind. Die Sonnenflecken werden kontinuierlich gezählt und daraus kann man den Sonnenzyklus ableiten. Wenn wir uns jetzt die Sonnenzyklen der letzten Jahrzehnte anschauen, so Sonnenzyklus 21 bis 24, dann sieht man, dass die Sonnenfleckenzahl fast null erreichen kann oder manchmal sogar null hat im Tiefpunkt des solaren Zyklus und dann kontinuierlich ansteigt, ein Maximum erreicht und wieder abfällt. Und jeder Sonnenzyklus ist individuell und man unterscheidet also diese wichtigen Phasen, solares Maximum mit der höchsten Anzahl der Sonnenflecken und solares Minimum mit der kleinsten Anzahl an Sonnenflecken. Das zeigt uns erstmal, dass die Sonnenaktivität unterschiedlich ist, aber das ist auch wichtig für die andere Quelle der kosmischen Strahlung, nämlich die galaktische kosmische Strahlung. Diese wird durch die Sonnenaktivität moduliert. Wenn wir eine hohe Sonnenaktivität haben, dann haben wir auch einen starken Sonnenwind. Und dieser Sonnenwind besteht aus geladenen Teilchen und transportiert deshalb ein Magnetfeld. Und Magnetfelder schützen uns vor der galaktisch-kosmischen Strahlung, sodass diese nicht so stark in unser Sonnensystem eintreten kann. Die galaktisch-kosmische Strahlung kann in Form von Neutronen auf der Erdoberfläche gemessen werden. Also durch die Interaktionen mit der Atmosphäre entstehen sekundäre Teilchen. Und hier wurde beispielsweise mit dem Neutronenmonitor in Oulu in Finnland
die Zählrate am Erdboden gemessen und man sieht hier an dieser blauen Linie, wenn die Sonnenaktivität niedrig ist, wenn die Sonnenaktivität hoch ist, ist die Zählrate niedrig und wenn die Sonnenaktivität niedrig ist, dann ist die Zählrate hoch. Also diese Antikorrelation der Sonnenaktivität und der galaktisch-kosmischen Strahlung. Aber diese Sonne kann in aktiven Phasen auch mehr Teilchen ausstoßen und das nennen wir dann Partikelereignisse oder solare Solar Particle Events. Hier sehen Sie noch einmal die Sonnenflecken, diesmal in Gelb. Und bis zum beginnenden Zyklus 25, in dem wir uns jetzt gerade befinden, man sieht also, die Sonne nimmt gerade stark an Aktivität zu. Und dann sehen Sie dünne graue Linien. Und diese grauen Linien sind Teilchenereignisse. Und diese Teilchenereignisse bestehen aus Protonen. Deshalb misst man den Protonenfluss der Sonne mit Hilfe von Satelliten, also Messgeräten auf Satelliten. Und man teilt es ein nach der Energie dieser Protonen. Hier sind alle Protonen mit Energien über 10 Megaelektronenvolt dargestellt. Und da sieht man, wenn sehr viele Sonnenflecken da sind, dann haben wir auch mehr von diesen Teilchenereignissen. Es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass während einem solaren Maximum Teilchenereignisse stattfinden und diese Wahrscheinlichkeit wird geringer, wenn wir ins solare Minimum kommen. Auch in diesem Sonnenzyklus hatten wir schon einige Teilchenereignisse. Und hier ist es auch dargestellt mit einer Aufnahme im extremen UV-Bereich. Also diese Struktur hier auf der Sonnenoberfläche ist eine solche solare Eruption. Das merken wir uns für später, weil so ein solares Teilchenereignis die Gefahr einer hohen Strahlenbelastung birgt. Dann haben wir noch die Strahlungsgürtel der Erde als wichtige Quelle für Strahlenexpositionen bei Weltraummissionen. Hier sieht man wieder die Sonne und so angedeutet den Sonnenwind mit den Teilchen und hier die Erde und das Magnetfeld ist mit den Magnetfeldlinien so bläulich dargestellt. Man sieht, dass das Magnetfeld wie so ein Schutzschild gegenüber den Teilchen der Sonne wirkt und hinten auf der Nachtseite der Erde langgezogen wird. Die Magnetfeldlinien reichen dann im Bereich der Pole bis zur Erdoberfläche. Und dieses Magnetfeld wirkt als Teilchenfänger. Und dadurch entstehen die Strahlungsgürtel. Wir haben einen inneren Strahlungsgürtel, der überwiegend mit Protonen gefüllt ist und einen äußeren, überwiegend mit Elektronen gefüllten Strahlungsgürtel. Und diese wurden von James Van Allen durch die Explorer 1-Mission entdeckt. Sind also geladene Teilchen der Weltraumstrahlung hier eingefangen und das Ganze ist relevant für Raumflüge, einerseits im niedrigen Erdorbit und wenn man darüber hinausfliegt, weil man diese Strahlungsgürtel durchqueren muss. Es gibt da eine Besonderheit bei dem inneren Strahlungsgürtel. Und das liegt daran, dass die Rotationsachse in Relation zur magnetischen Achse der Erde verschoben ist, so auf Äquatorhöhe um etwa 450 Kilometer. Und dadurch ragt der innere Strahlungsgürtel im Bereich des Südatlantiks, oberhalb von Brasilien etwa, näher an die Erdoberfläche heran. Und das nennen wir südatlantische Anomalie. Diese südatlantische Anomalie können wir sehr gut vermessen auf der Internationalen Raumstation. Am Anfang haben Sie das Bild gesehen mit dem blauen Messgerät. Und das sind die Daten von dem blauen Messgerät, dem sogenannten DOSTL. Und das DOSTL misst kontinuierlich die Dosisrate
Und dadurch, dass die ISS um die Erde fällt, haben wir dann praktisch ein Abbild der gesamten Erde bis zur höchsten Inklination der ISS, also hier auf ungefähr 50 Grad nördlicher Breite und südlicher Breite. Und man sieht hier einen hervorstechenden roten Bereich. Das ist die südatlantische Anomalie mit der höchsten Dosisrate. Dann haben wir den Bereich, der so gelblich ist. Da kommen wir in die Nähe der Pole und da ragen die Strahlungsgürtel auch näher an die Erde heran. Deshalb haben wir auch eine erhöhte Dosisrate hier. Und im Bereich des Äquators ist die Dosisrate am niedrigsten und hier in Blau dargestellt. Die ISS fliegt also mehrmals am Tag durch diesen Bereich der südatlantischen Anomalie. Es gibt ja immer mal wieder so Fake News über Weltraumstrahlung, zum Beispiel, dass niemand auf dem Mond war, weil der Mensch das Durchfliegen der Strahlungsgürtel der Erde gar nicht überleben kann. Dazu kann man sagen, die Dosisrate ist nicht so hoch, dass in der kurzen Durchflugzeit von ungefähr 1,5 Stunden tödliche Dosen erreicht werden können. Und die Flugbahnen versuchen auch die größte Ausdehnung der Strahlungsgürtel zu vermeiden, also nicht direkt vom Äquator senkrecht die Erde dann zu verlassen. Und die Teilchen in diesen Strahlungsgürteln lassen sich auch besser abschirmen als die galaktisch-kosmische Strahlung. Hier haben wir eine Grafik für die galaktisch-kosmische Strahlung und verschiedene Abschirmmaterialien. Das Schwarze ist Aluminium und das Blaue, die blauen Quadrate sind Wasser und die blauen Striche sind ein Kunststoff, Polyethylen. Das Rote ist flüssiger Wasserstoff. Man sieht hier schon, dass Wasserstoff am effizientesten im Abschirmen ist. Auf jeden Fall besser als Aluminium. Aber es wird sehr schwierig, hier mit dem typischen Material in der Raumfahrt mit Aluminium die Dosisrate wirklich stark zu vermindern. Anders ist das hier bei den Protonen im Van Allen-Gürtel. Da sieht man einen sehr steilen Abfall mit zunehmender Dicke der Abschirmung. Wir können es also schaffen, diese Dosis sehr stark zu vermindern. Und das nächste ist, die Astronautinnen und Kosmonautinnen auf der ISS durchfliegen mehrmals täglich den Ausläufer des inneren Strahlungsgürtels, die südatlantische Anomalie, und sind dabei putzmunter. Also keine Gefahr, dass die Strahlungsgürtel uns daran hindern würden, auf den Weg zum Mond oder zum Mars zu gehen. Nun schauen wir uns an, woraus die Strahlung besteht. Ich habe schon ein paar Hinweise gegeben und es handelt sich um Teilchen. Teilchen hat wahrscheinlich jeder schon mal gegessen, aber diese Teilchen sind doch wesentlich kleiner. Man hat alles vom Wasserstoff, dieses kleine Teilchen hier, über vielleicht so ein Sauerstoffion und ein Eisenion bis hin zum richtig schweren Uran. Und diese kleine kreisförmige Bewegung, die ich hier angedeutet habe, das soll das Zirkulieren der Teilchen um die Feldlinien des Erdmagnetfelds andeuten. Wir müssen uns also erinnern an das Periodensystem der Elemente. Und da sehen wir einige blau markierte Elemente, hier Wasserstoff und Helium, die schon beim Urknall entstanden sind und dann die Elemente, die im Laufe der Nukleosynthese in Sternen entstanden sind, hier so gelblich. Und es geht also praktisch bis zum Uran hier unten. Diese Teilchen als geladene Atomkerne findet man in der Weltraumstrahlung. Das Ganze mit abnehmender Häufigkeit. Und da schauen wir uns jetzt die Häufigkeitsverteilung mal so an. Hier sieht man die relative Häufigkeit auf der Y-Achse und die Kernladungszahl als Indikator, um welches Element es sich handelt, auf der X-Achse.
Und das Ganze ist hier logarithmisch dargestellt, also es fällt sehr schnell ab. Hier oben haben wir Wasserstoff und Helium. Und die Häufigkeit in unserem Sonnensystem ist weiß, mit weißen Punkten dargestellt und in der galaktisch-kosmischen Strahlung mit grauen Punkten. Und man sieht also, Protonen, Wasserstoffkerne sind am häufigsten vorhanden, machen ungefähr 95% der galaktisch-kosmischen Strahlung aus und Helium etwa 14%. Und dann ziehen wir hier eine Linie. Alles, was schwerer ist als Helium, nennen wir schwere Ionen. Und diese schweren Ionen machen dann nur noch 1% aus. Da kann man ja sagen, okay, was sollen wir uns überhaupt damit befassen? Die sind ja so selten, da warte ich ja ewig, bis ich mal von einem getroffen werde. Es ist aber so, dass die schweren Ionen die stärksten biologischen Schäden machen. Und deshalb müssen wir sie berücksichtigen bei der Strahlenbelastung im Weltraum. Gibt da noch andere Fake News über Weltraumstrahlung. Ich höre das sehr oft auch in den Medien. Also im Weltraum gibt es radioaktive Strahlung. Radioaktive Strahlung heißt übersetzt strahlungsaktive Strahlung. Das macht nicht viel Sinn. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Die richtigen Bezeichnungen für diese Strahlen sind ionisierende Strahlung. Es ist also ionisierende Strahlung, was wir im Weltraum finden. Das heißt, sie hat genug Energie. Die Teilchen bewegen sich sehr, sehr schnell, um dann Atome oder auch Moleküle zu ionisieren. Das heißt, wir haben hier den Atomkern und hier die Atomhülle mit den Elektronen. Diese Teilchen, die jetzt hier angerauscht kommen, sind in der Lage, ein Elektron aus der Elektronenhülle herauszuschlagen. Und damit ist das Atom oder Molekül ionisiert. Bei Radioaktivität oder radioaktiven Zerfällen, da sprechen wir über radioaktive Elemente und diese kommen im Gestein auf der Erde vor. Und bei ihrem Zerfall entstehen unter anderem Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen. Wir haben also ein Mutternuklid, das hier in diesem Beispiel in ein Tochternuklid und ein Alpha-Teilchen, also ein Heliumkern, zerfällt. Ionisierende Strahlung. Da kommen wir dann noch in den Bereich der Biologie wieder drauf zurück. Und wir haben jetzt erstmal gesehen, es sind sehr kleine Teilchen, also geladene Atomkerne. Und die andere Eigenschaft ist, dass sie sehr schnell sind. Schnell heißt energiereich. Und das stellen wir mit Hilfe von Energiespektren dar. Also auf der X-Achse haben wir die Energie in Megaelektronenvolt pro Kernteilchen und auf der Y-Achse den Teilchenfluss, auch hier wieder logarithmisch dargestellt. Und man sieht hier, die gehen bis zu 1000 Gigaelektronenvolt, also 10 hoch 12 Elektronenvolt pro Kernteilchen. Diese durchgezogenen Linien hier oben, das ist für die Häufigkeit vom Wasserstoff. Und darunter das Helium, Sauerstoff und Eisen als Beispiele für schwere Ionen. Und man sieht, man hat so ein Maximum der Energieverteilung und dann nimmt das zu den höheren Energien immer weiter ab. Und je nachdem, ob wir im solaren Minimum oder Maximum sind, haben wir Schwankungen bis zu einem Faktor 3 dazwischen. Diese Teilchen sind also hochdurchdringend, sehr schwierig abzuschirmen, vor allem mit dem Standardabschirmmaterial Aluminium. Und da kommen wir schon zu den nächsten Fake News über Weltraumstrahlung. Warum sollen wir uns diese ganze Mühe machen, die Strahlung zu messen und ihre Effekte zu verstehen? Wir können das doch einfach abschirmen. Die energiereichen Ionen der galaktisch-kosmischen Strahlen interagieren mit diesem Abschirmmaterial. Die Ionen und die Atomkerne, also die Ionen selbst und die Atome des Abschirmmaterials fragmentieren. Und dadurch entstehen energieärmere Ionen und auch Neutronen als sekundäre Teilchen. Und diese sind teilweise noch gefährlicher, weil sie eventuell im Körper stoppen. Hier ist nochmal
die Abschirmung von galaktisch-kosmischer Strahlung durch das Aluminium gezeigt. Und man sieht, dass tatsächlich, wenn man zu wenig Aluminium nimmt, die Dosis hinter der Abschirmung sogar zunimmt. Also zu wenig ist schädlicher als gar keine Abschirmung. Und den besseren Effekt haben wir hier mit flüssigem Wasserstoff. Auf dem Raumschiff haben wir also keine komplette Abschirmung. Das ist nicht möglich mit den heutigen technischen Maßnahmen. Auf einem Himmelskörper können wir ein Habitat komplett abschirmen, indem wir das dort vorhandene Gestein verwenden oder uns beispielsweise in einen Lavatunnel begeben. Es sind aber jetzt ständig mindestens 6 Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Die verbringen dort 6 Monate oder vielleicht mal sogar ein Jahr. Und da hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man die Dosis wenigstens ein bisschen reduzieren. Und eine gute Idee ist dabei, den Schlafplatz besser abzuschirmen. Dann braucht man nicht die ganze Raumstation abschirmen. Man braucht nicht so viel Material, aber für ein Drittel des Tages hat man dann eine reduzierte Dosis. Und da hat die NASA einfach Polyethylenplatten hochgeschickt und das praktisch um das Schlafquartier herum montiert. Und im russischen Modul wurden einfach so eine Art Taschentücher verwendet und eine Art Vorhang gebaut und damit der Schlafplatz abgeschirmt. Also das, was wir auf der Erde kennen, Abschirmung mit Blei, wie bei Röntgenstrahlung, das ist hier komplett unwirksam. Wir brauchen leichte Elemente, insbesondere Wasserstoff. Und Wasser und Polyethylen beispielsweise enthalten viel Wasserstoff und schirmen deshalb sehr gut ab. Die notwendigen Geschichtdicken, um die galaktisch-kosmische Strahlung komplett abzuschirmen, können aber einfach nicht erreicht werden. Soweit zu der Zusammensetzung dieser Strahlung. Und jetzt ist wichtig, wie man das überhaupt messen kann. Wir können nicht einfach mit dem Geigerzähler rumlaufen. Geigerzähler ist für Radioaktivität. Das ist hier nicht geeignet. Wir brauchen spezifische Messgeräte. Und da gab es die erste Messung der kosmischen Strahlung vor ungefähr 111 Jahren. Victor Hess ist mit einem Ballon gestartet und hat festgestellt, dass mit zunehmender Höhe die Ionisation zunimmt. Nicht wie erwartet abnimmt, weil man dachte, die Strahlung kommt von der Erde. Es wurde also postuliert, dass es eine Quelle in der Höhe geben muss. Seitdem haben sich die Messmethoden sehr weiterentwickelt und man unterscheidet einerseits passive Detektoren, die wir eben am Anfang gesehen haben, diese kleinen Detektorpakete des Dosis-3D-Experiments auf der ISS. Die summieren die Dosis auf über die Gesamtdosis für die Missionsdauer. In der Regel werden die alle 6 Monate getauscht. Man muss sie runterbringen, um sie auf der Erde auszuwerten, aber sie haben den Vorteil, dass sie extrem klein und leicht sind und keinen Strom brauchen. Und sie enthalten diese Thermonumineszenzdetektoren, abgekürzt TLDs, und Kernspurfolien. Andere Möglichkeit sind aktive Detektoren. Hier sehen wir die aktiven Astronautendosimeter, die wir für ESA gebaut haben, diese kleinen schwarzen Module. Und die zeichnen die Strahlung in Echtzeit aus. Man kann also über ein kleines Display die Dosisrate immer wieder ablesen. Man braucht es deshalb nicht zur Erde zurück zu transportieren. Die ganze Einrichtung ist aber relativ schwer und braucht natürlich auch Strom und eine Datenverbindung. Und in diesen Messgeräten, aktiven Messgeräten, befinden sich zum Beispiel Siliziumdetektoren. Auf der Raumstation gibt es also eine sehr ausgeprägte Dosimetrie. Einmal dieses Flächenmonitoring, was wir schon gesehen haben, mit den passiven und den aktiven Detektoren.
Das macht nicht nur die ESA, sondern auch alle anderen Raumfahrtagenturen in ihren Bereichen der Raumstation. Und dort gibt es auch sehr viele Vergleiche der Messungen. Ein anderer wichtiger Herangang ist die Tiefendosisverteilung zu messen mit Hilfe von menschlichen Phantomen. Und in dieser schwarzen Hülle befindet sich ein männliches Phantom, das mehrfach auf der Raumstation war und mit vielen Detektoren ausgestattet war, wie man hier auf dieser Scheibe sieht. Also das ist hier der Kopf, der auseinandergezogen wurde, und man sieht hier die TLDs und auch ein aktives Dosimeter hier im Bereich des Auges. Und dann gibt es noch die Personendosimetrie für die ESA-Astronauten. Hier trägt ein Astronaut verschiedene Dosimeter im Vergleich. Auch hier haben die Raumfahrtagentur ihre eigenen Dosimeter, und das war mal so eine Kampagne, das alles zu vergleichen. Die Tiefendosimetrie ist sehr, sehr wichtig, um das Krebsrisiko benennen zu können, was durch die galaktische kosmische Strahlung entsteht. Um das Krebsrisiko benennen zu können, brauchen wir die Dosis in jedem der Organe, die hier in unterschiedlichen Farben in diesem virtuellen Phantom dargestellt sind. Und dafür wurde dieses anthropomorphe Phantom, die Matroschka, mit 6000 passiven Detektoren ausgestattet und 7 aktiven Dosimetern. Und es war insgesamt 4-mal auf der Internationalen Raumstation. Es ist ja so, dass die Astronauten nicht nur innerhalb der Raumstation arbeiten, sondern auch manchmal außen etwas reparieren oder anbringen müssen. Hier ist so ein Beispiel als Alexander Gerst bei seinem Weltraumspaziergang. Er war so gut drauf, dass er sogar ein Selfie während des Weltraumspaziergangs gemacht hat, wie man hier an dieser Spiegelung seines Arms sieht. Das heißt, man sollte auch wissen, wie die Tiefendosisverteilung ist, wenn man sich außen auf der Raumstation befindet. Und deshalb war die erste Matroschka außen auf der Raumstation angebracht mit einer solchen Hülle, die ungefähr die Abschirmung eines Weltraumanzugs imitiert. Dann war sie innerhalb der Raumstation an verschiedenen Positionen, und es wurden alle Dosimeter ausgewertet. Jeder Punkt ist ein Messpunkt innerhalb des Phantoms, und daraus die Dosisverteilung in den Organen bestimmt. Wer es ganz genau wissen will, also man hat eine Organdosis, und die wird dann noch mit Wichtungsfaktoren für das jeweilige Organ multipliziert, und daraus erhält man die effektive Dosis, die die Basis ist für die Bestimmung des Krebsrisikos. Und man sieht also, die Exposition auch außerhalb der Raumstation ist um einiges höher als innerhalb, und das Ganze ist so 80 bis 100 Mal höher, als was wir auf der Erde an Exposition haben, hier mit nur 0,08 Millisievert pro Tag. Also grob über den Daumen, halbes Millisievert pro Tag kann man auf der Raumstation abkriegen. Das hängt natürlich davon ab, wie aktiv die Sonne auch gerade ist und wie hoch die Raumstation fliegt. Damit haben wir also sehr wichtige Daten für den niedrigen Erdorbit gewonnen. Aber es soll ja weitergehen in die Tiefen des Weltraums. Und da hat sich doch eine Chance ergeben, wo man nicht Nein sagen konnte. Bei der Artemis 1-Mission ist diese Orion-Kapsel um den Mond herum geflogen. Und das Glück bei dieser Mission war, dass sie unbemannt war. Die folgenden Missionen werden dann eine Crew haben. Und es waren aber schon die Crewsitze vorhanden. Insgesamt 4 Sitze. Und auf einer sitzt ein Crashtest-Dummy, Commander Munikin Campos, hier in Orange gezeigt. Und 2 Sitze waren frei. Und da konnten wir ein Experiment vorschlagen. Das nennt sich MARE, Matroschka Astorat Radiation Experiment. Wir haben also vorgeschlagen, 2 weibliche Phantome auf diese Crewsitze zu setzen. Ein Phantom
ohne Schutz und ein Phantom mit der Schutzweste der israelischen Firma Stemrad, die speziell für Weltraummissionen entwickelt wurde. Und diese beiden Phantome nennen sich Helga und Soha. Und die Astrowatt-Weste sieht man hier in Schwarz, wie Soha sie trägt. Man sieht hier schon verschiedene gelbe, blaue und rote Elemente darauf. Dabei handelt es sich um die Strahlungsdetektoren. Helga und Soha sind sehr aktiv. Die sind sogar bei Twitter. Man kann sie verfolgen bei Luna Twins. Aber zunächst jetzt weiter zu den beiden Phantomen, wie sie aussehen. Sie bestehen wie der männliche Matroschka aus vielen Scheiben und diese Scheiben bestehen aus einem Kunststoff, der die Strahlendurchlässigkeit der menschlichen Organe und der menschlichen Knochen imitieren. Also hier so in bräunlich sind die Rippen und die Wirbelsäule dargestellt und auch die Schulterblätter sieht man etwas und in rosa die Lunge, die ja luftgefüllt ist und deshalb der Strahlung wesentlich weniger Widerstand entgegensetzt. Und man sieht hier solche Aussparungen und in den Aussparungen sind dann überall die kleinen Thermolumineszenzdosimeter untergebracht. Und die Zwillinge sind wirklich Zwillinge, sie sind also komplett identisch aufgebaut und es gibt ein virtuelles Phantom dazu, was uns später dann helfen wird, die verschiedenen Dosismessungen den einzelnen Organen zuzuordnen. Wir haben also die passiven Detektoren, aber auch Kernspurfolien, also nicht nur die TLDs, aber auch Kernspurfolien in den wichtigsten Organen, also hier mal dargestellt in den beiden Lungenflügeln. Wir haben die aktiven Detektoren oberhalb der Weste und unterhalb der Weste und die roten, die sind von der NASA und die gelben, sind von uns. Und die gelben sieht man, dass die auch in die Organe hineingehen, also hier zum Beispiel in die Lunge, in den Magen und in die Gebärmutter, sodass wir auch Echtzeitmessungen in inneren Organen machen können und nur nicht nur auf der Oberfläche. Also insgesamt ungefähr 1400 Positionen, an denen wir die Dosis messen. Die aktiven Messgeräte sind auch noch in der Wirbelsäule, wie man hier hinten sieht. Und diese NASA Crew Active Detectors sind also tatsächlich die gleichen Dosimeter, wie sie auch für die Astronautencrew verwenden, sind ja hier vorne und auf der Rückseite der Phantome angebracht. Und hier sieht man die letzten Arbeiten an Helga, wie die aktiven Detektoren in speziell gefertigte Taschen hineingebracht werden und hier auch die NASA-Detektoren. Und dann wurden die beiden Damen in die Orion-Kapsel verfrachtet und dort festgeschraubt. Und das ist so der letzte Blick durch das Edge der Orion-Kapsel. Und dann haben wir ganz lange gewartet. Im August war ein Startversuch und dann wurde es immer wieder verschoben. September und es wurde schließlich November. Und da sieht man also einen sehr glücklichen Principal Investigator, Thomas Berger, der für das MARE-Experiment verantwortlich ist. Das war der große Tag am 16. November. Hier nochmal ein Bild von dem unglaublichen Start an dem Tag. Und es hat wirklich alles super glatt geklappt. Auch Snoopy schwebte extrem glücklich vor sich hin in der Orion-Kapsel. Man hat hier den Blick auf den Commander Monacan Campus. Die beiden Phantome sitzen hier unterhalb, können wir deshalb mit dieser Kamera nicht sehen. Und Snoopy war auch mit verschiedenen Detektoren ausgestattet, um die Kräfte während des Starts und während des Flugs zu messen. Orion hat sich dann schnell dem Mond genähert und ist in einen retrograden Orbit hinter dem Mond geflogen und war insgesamt
25 Tage, 11 Stunden und 36 Minuten unterwegs. Die Mission endete dann am 11. Dezember glücklich mit dem Splashdown im Pazifik. Und hier sieht man, dass Helga und Soha alles gut überlebt haben. Sie sehen aus wie neu. Und sie sind inzwischen bei uns wieder gut angekommen. Und ich kann nur sagen, stay tuned. Die Ergebnisse werden hoffentlich dieses Jahr schon herauskommen. Und Thomas Berger wird sie sicherlich dann auch gerne mal erzählen. Mehr darf ich leider nicht verraten. Das war also sehr viel zur Messung. Und jetzt müssen wir mit diesen Messwerten irgendwas anfangen. Also was für eine Strahlenbelastung entsteht dadurch? Und damit müssen wir wieder zurückkommen zu den einzelnen Quellen und die nochmal anschauen. Die galaktisch-kosmische Strahlung. Hier haben wir ja gesagt, ist abhängig von der Sonnenaktivität und von der Abschirmung. Und wir haben sowohl auf ISS-Missionen auch, als auch bei den Explorationsmissionen zu Mond und Mars eine chronische Ganzkörperexposition mit einer niedrigen Dosisrate, die aber bei langen Missionen zu einer erheblichen Dosis sich ansammeln kann. Es handelt sich ja um einzelne energiereiche Teilchen, also Elektronen, Protonen, Heliumkerne und schwere Ionen. Wir können diese Exposition nicht stoppen. Die läuft also 24/7 durch. Und man muss auch berücksichtigen, die sekundären Teilchen, die durch Fragmentation entstehen, inklusive der Neutronen. Die nächste Strahlenquelle, die man beachten muss, sind die eingefangenen Teilchen in den Strahlungsgürtel. Auch hier sind sie abhängig von der Sonnenaktivität, von der Abschirmung und von der Flughöhe. Also wenn die ISS höher fliegt, dann fliegt sie auch länger durch die südatlantische Anomalie. Und auch abhängig von der Dauer des Durchflugs. Bei der ISS haben wir diese intermittierende Ganzkörperexposition mit kleinen Dosen, also mehrmals täglich der Durchflug. Und bei Explorationsmissionen haben wir nur eine kurze Ganzkörperexposition, weil die Strahlungsgürtel durchquert werden müssen, wenn wir die Erdoberfläche verlassen und in den freien Weltraum gelangen wollen. Und die dritte Quelle, die solaren Teilchenereignisse. Hier haben wir auch eine Abhängigkeit von der Abschirmung und dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens mit der Sonnenaktivität korreliert. Auf der ISS können die Astronauten und Astronautinnen noch beruhigt sein. Der Schutz durch das Erdmagnetfeld ist da noch sehr gut. Aber bei Explorationsmissionen besteht das Risiko einer akuten Ganzkörperexposition mit einer hohen Dosis. Und dahinter verbergen sich überwiegend Protonen. Hohe Dosisraten können erreicht werden. Und das Ganze kann gefährlich werden, wenn eine unzureichende Abschirmung besteht. Man zum Beispiel auf einem Weltraumspaziergang sich befindet. Und hier habe ich auch eine interessante Bemerkung von einem Direktor eines Nachbarinstituts mal gehört. Und zwar nachdem der Film Der Marsianer in die Kinos gekommen ist. Er sagte nämlich, das wäre alles nicht realistisch. Der Marsianer hätte die Strahlenbelastung auf dem Mars nicht überleben können. Dann wollen wir uns dann nochmal an den Film zurückerinnern. Also der Marsianer war über ein Jahr alleine auf dem Mars zurückgeblieben. Er war immer mal wieder draußen, weil er die Sonnenkollektoren reinigen musste und hatte dann nur den Raumanzug an. Er hatte ein Gewächshaus, was nur von der Folie bedeckt war, um dort die Kartoffeln zu züchten. Und er machte sich auf eine lange Reise zu einer Rakete Ares-4 und schlief währenddessen unter dem Rover, wo man sagen kann, das ist ja schon mal eine gute Idee, um sich besser abzuschirmen. Er hatte also auf jeden Fall eine chronische Exposition mit galaktisch-kosmischer Strahlung. Und beim DLR haben sich einige in Berlin mal die Mühe gemacht und den Spaß draus gemacht, die Route von Mark Watney von seiner Landestelle zu dem Schiaparelli-Krater nachzuvollziehen. Das sind also Aufnahmen mit der hochauflösenden
Kamera auf Mars Express und hier sieht man, wie Mark Watney die von Acidalia Planitia zum Schiaparelli-Krater gefahren ist mit seinem Rover. Insgesamt war er 551 Marstage, also 566 Erdtage auf dem Mars unterwegs. Und glücklicherweise haben wir hier nicht nur Modellierungen und Rechnungen der Dosis, sondern es gibt Messungen. Und das schon seit 2012. Das Messgerät MSL-RAD, also RAD steht für Radiation Assessment Detector, befindet sich auf dem Curiosity Rover. Hier sieht man das Messgerät, bevor es eingebaut wurde. Und hier oben praktisch die Eintrittszone für die energetischen Teilchen in das Messgerät. Und der Curiosity Rover befindet sich noch auf dem Gale-Krater, ist auch noch aktiv und deshalb haben wir jetzt schon über ein Jahrzehnt Messungen der Dosisrate auf dem Mars. Das Gute dabei war, dass das Gerät auch während des Flugs angeschaltet werden konnte. Der Flug war also 253 Tage lang und hier sieht man die Dosisrate, einmal in Plastik, einmal in Silizium, über den gesamten Flug. Und diese fünf Peaks, das sind solare Teilchenereignisse, die sich während dieser Zeit ereignet haben. Wir haben also eine sehr hohe Äquivalentdosisrate von 1,8 Millisievert pro Tag. Also ein Vielfaches von dem, was wir auf der Raumstation haben. Hier muss man auch sagen, die Abschirmung des Messgeräts war nicht besonders stark. Also wenn man ein Raumschiff hätte für Menschen, wäre die Dosisrate etwas geringer. Auf der Marsoberfläche sieht man hier auch eine Abbildung für die Messung im Zeitraum 2012 bis 2013. Da sieht man, hier war auch ein solares Teilchenereignis. Und die Dosisrate betrug 0,64 Millisievert pro Tag. Also in etwa in der Größenordnung, was wir auf der ISS gesehen haben. Und dort befinden sich ja ständig Astronauten. Mit diesen Messwerten können wir also einfach eine Dosisabschätzung machen. Und da kommt raus, dass die Äquivalentdosis für Mark Watney 362 Millisievert sein könnte. Bei dieser Dosis erwarten wir ein leicht erhöhtes Krebsrisiko, auch ein leicht erhöhtes Risiko für eine Linsentrübung, aber keinerlei akute Effekte, weil diese Dosis ja auch über viele, viele Tage, hunderte von Tagen angesammelt wurde und nicht innerhalb eines Tages. Einschränkungen sind hier natürlich, dass wir die Abschirmung nicht wissen und dass es einen Anstieg der Höhe gab. Die dünne Marsatmosphäre würde dadurch noch etwas geringer abschirmen. Das müsste man genauer mit einrechnen. Und Mark Watney hat sich diesen Radioisotope Thermoelectric Generator in seinen Rover genommen, damit es ihm nicht zu kalt ist. Also er hatte die Wahl zwischen Erfrieren oder Strahlung aus diesem Generator. Und damit kann man sagen, das ist kein Problem, diese Dosis auf dem Mars zu überleben. Eine bessere Abschirmung wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und was wir natürlich nicht wissen, ob eine Sonneneruption stattgefunden hat. Man kann nur sagen, dass die Sonnenaktivität zu der Zeit sehr niedrig war. Damit können wir jetzt uns einen Überblick verschaffen über die Strahlenexposition von der Erde bis zum Mars. Wenn wir von Köln ins Hochgebirge fahren, dann steigt die Dosisrate schon mal um einen Faktor 2. Bei Flügen so im Mittel um den Faktor 40 im Vergleich zu dem, was wir am Erdboden haben. Auf der ISS sind es 250 mal mehr, also ungefähr das gleiche wie auf der Marsoberfläche. Und das große Problem ist hier der freie Weltraum mit einem Faktor von 770. Da haben wir
keine Abschirmung durch Erdmagnetfeld und auch keine Abschirmung durch Atmosphäre, die uns ja hier auf dem Mars auch etwas schützt. Was bedeuten also jetzt diese Dosiswerte für den menschlichen Körper? Wie interagiert die Strahlung mit dem menschlichen Körper? Was kann sie dort auslösen? Die Teilchen der galaktischen kosmischen Strahlung durchdringen aus allen Richtungen den menschlichen Körper. Und es gibt zur Abschätzung für eine Mars-Mission, hier 1000 Tage Mars-Mission, geht man davon aus, dass ein Zellkern im Laufe dieser Mission von 400 Protonen durchquert wird, 0,6 Kohlenstoffionen und 0,03 Eisenionen. Wenn man das also auf alle Körperzellen umrechnet, würden im Laufe der Mars-Mission 3% der Körperzellen von einem solchen schweren Ion getroffen. Und alles in allem würde sich das zu einer Dosis von 1 Sievert ansammeln. Damit einher geht ein erhöhtes Krebsrisiko, auch ein Risiko für eine frühere Augenlinsentrübung. Und die Astronauten haben auch über Lichtblitzwahrnehmung berichtet und Effekte auf Organe und Organsysteme wie Gehirn, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem werden auch weiter untersucht und sind stark in der Diskussion, wie stark sie zu dem Krankheitsrisiko für Astronauten beitragen können. Dann schauen wir jetzt auf das Krebsrisiko. Hier gibt es sehr viele Einflussfaktoren, also wie lange ist die Mission, wie ist die Dosis im Körper verteilt, mit welcher Dosisrate hat sie eingewirkt und um welche Strahlenart handelt es sich. Also bei galaktisch-kosmischer Strahlung kann man sagen, eine gefährliche Strahlung, bei den Protonen weniger gefährlich, aber die treten dann eher mit hoher Dosisrate auf und sind dadurch gefährlich. Dann haben wir je nach Individuum eine unterschiedliche Strahlenempfindlichkeit, die auch abhängt von Alter und Geschlecht und Gesundheitszustand. Und auf den Astronauten, die Astronautinnen wirken auch andere Umweltfaktoren wie die Schwerelosigkeit ein, das Eingeschlossensein und gestörte Tag-Nacht-Zyklen. Auf der Raumstation geht die Sonne 16 Mal am Tag auf und unter. Es gibt also ein sehr, sehr komplexes Risikomodell, um das Krebsrisiko durch die Weltraumstrahlung zu berechnen. Es gibt Strahlentransportcodes, die uns dann sagen, wie viel Dosis im Körper ankommt. Wir brauchen epidemiologische Daten, dann nimmt man die von den Atombombenüberlebenden. Und man braucht eine Bewertung der Wirksamkeit der schweren Ionen, also viele biologische Experimente mit schweren Ionen. Und wenn man dann lange, lange gerechnet hat, dann kommt man auf Abschätzungen, und zwar auf ein berechnetes Krebsrisiko durch eine ISS-Mission von 1% und für Mars-Missionen von 2 bis 10%. Ich sage hier ausdrücklich berechnet, weil es aus den Astronautenpopulationen keine Hinweise gibt, dass vermehrt strahleninduzierte Krebstypen auftreten. Ein weiterer Effekt sind diese Lichtblitzwahrnehmungen. Lichtblitzwahrnehmungen, das wurde bei Apollo erstmalig berichtet und das hat mir Buzz Aldrin auch bestätigt. Das ist hier keine Fotomontage, das bin ich wirklich zusammen mit Buzz Aldrin bei einem Neujahrsempfang oder Weihnachtsempfang in Washington. Und er hat mir gesagt, dass er tatsächlich diese Blitze gesehen hat und er war auch der Erste, der sich getraut hat, das zu sagen. Und in der Folge wurden dann schon noch während Apollo verschiedene Untersuchungen angestellt. Die Astronauten haben aufgemalt, was sie gesehen haben, also solche Sterne, Doppelsterne, Supernovae und Sternenhimmel, Wolken. Und dann hat man versucht, mit Messgeräten das zu korrelieren mit Durchgängen von Teilchen der galaktisch-kosmischen Strahlung.
also Apollo, aber auch bei Skylab und auf der Mir und auch aktuell noch auf der Internationalen Raumstation mit dem Altea-Experiment. Und dahinter stecken also Durchgänge von hochenergetischen schweren Ionen der galaktisch-kosmischen Strahlung durch das Auge. Und diese können indirekt oder direkt mit der Netzhaut interagieren oder auch mit dem Sehnerv oder auch mit der Sehrinde im Gehirn. Und die Astronauten können das beobachten, nachdem sie sich an die Dunkelheit angepasst haben, so nach 10, 15 Minuten, wenn das Licht aus ist, und zählen dann vielleicht so ein, zwei Ereignisse pro Minute. Und das ist aber auch individuell unterschiedlich. Interessant ist, dass ein Strahlenforscher, der Cornelius Tobias, schon 1952 vorhergesagt hat, dass solche Interaktionen mit dem visuellen System stattfinden kann und zu Lichtwahrnehmen führen kann. Wenn also diese Teilchen durch das Auge gehen, dann gehen sie hier auch durch die Augenlinse, wie man sieht. Und das ist eben die Gefahr, dass hier die Augenlinse geschädigt wird. Die Augenlinse ist ein sehr strahlensensibles Organ, weil sie keine geschädigten Zellen aus ihrem Inneren entfernen kann. Sie ist durch eine Kapsel eingeschlossen. Und deshalb ist es wichtig zu untersuchen, wie diese schweren Ionen die Augenlinsentrübung auslösen können. Und da ist dann die Idee, dass man Schweineaugen verwenden könnte. Die Schweineaugen, die sind von der Größe sehr vergleichbar mit dem menschlichen Auge und man kann ein solches Auge sehr gut auf dem Schlachthof bekommen und die Linse herausholen, die ist dann noch bis zu einem Monat lebensfähig und kann dann die frühen Schritte der Linsentrübung durch schwere Ionen untersuchen und vergleichen, wie stark diese ausgelöst werden durch unterschiedliche schwere Ionen. Insofern also ein sehr, sehr gutes und tierschonendes Modell, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Denn diese schweren Ionen sind einfach mit Strahlenarten, die wir auf der Erde kennen, wie Röntgenstrahlung, nicht vergleichbar. Sie sind ganz besonders in ihrer biologischen Wirkung. Und wenn wir uns jetzt nochmal Helga vornehmen und uns überlegen, was passiert, wenn ein Schwerion durch Helga hindurchfliegt und das mal auftragen auf einer Grafik, dann würde das wie diese rote oder diese blaue Linie aussehen. Also wir haben hier die zunehmende Tiefe im Körper auf der X-Achse und die Dosis auf der Y-Achse. Röntgenstrahlung kennt jeder, ist so, dass die Dosis, wenn sie in den Körper eindringt, erstmal ein bisschen ansteigt und dann aber kontinuierlich abfällt. Bei den energiereichen Teilchen, geladenen Teilchen wie Protonen und Kohlenstoffionen, ist die Dosis am Anfang gering und nimmt dann immer weiter zu und kurz bevor die Teilchen stoppen, erreicht sie ein Maximum und das nennen wir Bragg-Peak. Und hier haben wir also eine enorm hohe Dosis, eine starke schädigende Wirkung konzentriert auf einen kleinen Fleck, einen kleinen Bereich im Körper. Und wenn wir jetzt hinuntergehen auf die mikroskopische Ebene und so ein Ion durch eine Zelle durchfliegen lassen, dann haben wir lauter Ionisationen, das ist hier in Gelb dargestellt, entlang der Flugbahn des Teilchens durch den Zellkern. Das ist hier dargestellt und die Chromosomen hier als solche lila Schlangen. Und jede Ionisation kann einen Schaden in der Erbsubstanz auslösen. Es gibt dann auch noch diese kleinen Ausläufer. Das sind sekundäre Elektronen, die durch den Durchgang des Teilchens hier herausgeschlagen werden. Wenn wir das in einer lebenden Zelle nachweisen wollen, dann kann man das machen mit Hilfe von Fluoreszenzmarkierungen. Die Zelle reagiert aktiv auf diesen Schaden und die Proteine im Zellkern verändern sich und das kann man
mit dieser Fluoreszenzmarkierung nachweisen. Man kann also wirklich sehen, wie das Teilchen durch den Zellkern geflogen ist und eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen hat. Man kann das auch visualisieren mit Hilfe von Kernspurenemulsionen. Und man sieht hier die verschiedenen Teilchen aufgetragen. Hier unten starten beim Wasserstoff über Helium, über verschiedene Ionen bis zum Eisenion. Die Spuren werden also immer breiter und ausgefranster und immer stärkere Ionisation, sofern immer stärkere Schäden, mit denen die Zellen nicht so gut klarkommen und die sie eventuell gar nicht reparieren können. Das ist das Wichtige für die galaktische kosmische Strahlung und warum dort so viele Untersuchungen notwendig sind. Man kann nicht einfach die Daten von Atombomben, Explosionen, von Röntgenstrahlung und so weiter extrapolieren. Die andere große Gefahr sind die solaren Teilchenereignisse. Hier haben wir schwerwiegende Gesundheitseffekte, wenn die Exposition beispielsweise nur im Weltraumanzug stattfand. Die Hautdosis könnte im interplanetaren Raum bei einem riesigen Ereignis über 200 Gray erreichen und auf der Marsoberfläche immerhin noch ein halbes Gray. Die Dosis für die blutbildenden Organe, die sehr strahlenempfindlich sind, weil sich dort die Stammzellen befinden, für die Blutzellen, die weißen Blutzellen und die roten Blutzellen, da könnte eine Dosis von 4 Gray im interplanetaren Raum einwirken und auf der Marsoberfläche von 0,2 Gray. Also wir haben die Gefahr von Hauteffekten durch diese hohe Hautdosis und die Gefahr eines akuten Strahlensyndroms, da eine tödliche Dosis für den Menschen bei 3 bis 4 Gray liegt. Und hier sieht man nochmal einen Blick auf solche solaren Teilchenereignisse, wobei die Sonnenscheibe abgedeckt ist. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an. Wie real ist denn das Risiko für den Astronauten durch solche solaren Teilchen? Also im freien Weltraum sehr wichtig zu beachten. Und die einzigen Missionen, bemannten Missionen waren ja die Apollo-Mission. Und hier ist mal der Zeitraum der Apollo-Mission aufgetragen. Gelb im Hintergrund wieder die Sonnenflecken, die wir am Anfang schon hatten. Dann schwarz die einzelnen Apollo-Missionen und alle, die bemannt waren. Und dazwischen diese bunten Balken, das ist die berechnete Dosis durch das jeweilige Teilchenereignis, das zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat und jeweils berechnet im Kommandomodul, auf einem Mondmodul oder im Weltraumanzug. Und dann sieht man hier zwischen Apollo 16 und 17 war ein sehr großes Ereignis, das August 1972 Ereignis, legendär geworden, weil es eben zwischen den beiden Missionen war. Und die Berechnung sagt, die Hautdosis hätte 30 Gray betragen können und im Körper wären es dann bis zu 3 Gray gewesen. Also eine tödliche Dosis, LD50-30, hätte erreicht werden können. Das heißt, man muss eine solche Exposition während Weltraummissionen durch Weltraumwetterwarnsysteme vermeiden, die dann eine Warnzeit von einigen Minuten haben und einen geeigneten Schutzraum oder auch die Schutzweste, die wir in dem MARE-Experiment getestet haben. Man kann die solaren Teilchenereignisse damit gut abschirmen. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Was kann man gegen die Weltraumstrahlung unternehmen, sodass man doch Explorationsmissionen ermöglicht? Und da können wir erstmal schauen, was denn die Grundregeln des Strahlenschutzes auf der Erde sind und wie wir das für Raumflüge anwenden können. Zunächst einmal sagt man, die Dauer der Explosion, also je kürzer, desto besser. Sowas können wir anwenden über eine Missionsplanung und
Grenzwerte für die Lebenszeitdosis. ESA hat beispielsweise ein Grenzwert von 1 Sievert festgelegt. Dann Abschirmung. Material und Dicke sind hier abhängig von der Strahlenart bei Röntgenstrahlung, wenn wir dann einen dicken Bleimantel verwenden. Abschirmung funktioniert bei den solaren Teilchenereignissen gut, aber nicht ausreichend bei der galaktisch-kosmischen Strahlung. Auf der Erde sagt man dann auch, man soll sich von der Quelle wegbewegen. Je weiter weg, desto besser. Haben wir bei der galaktisch-kosmischen Strahlung, die von außerhalb unseres Sonnensystems kommt, keine Chance und auch nicht bei der Sonne, die ja schon viele Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Auch die Aktivität und die Dosisrate dieser beiden Quellen können wir in keiner Weise beeinflussen. Ein wichtiger Grundsatz des Strahlenschutzes ist auch, dass man die Dosis so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar versucht zu halten, auch unterhalb von Grenzwerten. Was macht man also beim Strahlenschutz für Raumflüge? Zunächst einmal so viel Risiko vermeiden wie möglich, also die Mission kurz planen, Sonnenaktivität beachten. Dabei ist es vielleicht wünschenswert, im solaren Maximum zu fliegen, um die galaktisch-kosmische Strahlung gering zu halten. Hier braucht man aber dann einen vernünftigen Schutz vor den solaren Teilchenereignissen. Man braucht ein durchdachtes Abschirmungssystem für Raumschiff, Raumanzug, Habitat und Fahrzeug. Und man kann auch bei der Astronautinnenauswahl überlegen, welches Alter gut ist. Je älter, desto geringer ist das verbleibende Krebsrisiko. Dann Einfluss des Geschlechts. Bei Frauen hat man immer das Problem, dass auch das Brustkrebsrisiko durch Strahlung erhöht werden kann. Oder auch Prädispositionen. Es ist aber so, dass keinerlei Auswahl auf genetischen Faktoren erfolgt und deshalb wahrscheinlich nur eine Mission im späteren Alter eine Möglichkeit ist. Und die ansonsten solche individuellen Faktoren für individuelle Prophylaxe verwendet werden würden. Dann die Risikoüberwachung. Wir haben eine sehr gute Vermessung der Raumstation. Was Ähnliches wird auf Orion sein und im Deep Space Gateway. Wir haben eine Personendosimetrie mit Führung von Auszeichnung und ein Warnsystem für solare Teilchenereignisse. Und hier können auch aktive Dosimeter sehr helfen, weil sie einen Anstieg der Dosisrate anzeigen würden und dem Astronaut zeigen würden, er muss jetzt in den Schutzraum. Wie auf der Erde bei beruflich Strahlenexponierten werden Gesundheitschecks gemacht und es gab auch jahrelange Bemühungen, Biodosimetrie zu machen, zum Beispiel über Chromosomenveränderungen. Bei der Prophylaxe haben wir leider noch kein Wundermittel gefunden. Man möchte gerne diese Ionisation verhindern. Man denkt an Antioxidantien oder Radikalfänger. Die schützenden Substanzen haben aber leider zu viele Nebenwirkungen, sodass man sie nicht prophylaktisch geben kann. Man muss sich also auf eine gesunde Ernährung, sekundäre Pflanzenstoffe versteifen und grundsätzlich Krebsverhinderungsstrategien propagieren, also weniger andere krebserzeugende Agenzien wie Tabakrauch, UV, Schichtarbeit und ein Ausdauertraining von 150 Minuten pro Woche wird auch empfohlen. Und ebenfalls verheiratet sein, senkt das Risiko an Krebs zu sterben. Für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat man sehr wirksame Medikamente, die aber noch nicht ausgetestet sind für den Einsatz bei Langzeitmissionen. Therapie, da würde man ein Notfallset mitnehmen für das akute Strahlensyndrom, was man aber auf jeden Fall durch dieses Warnsystem vermeiden möchte. Aber es gibt ein Set von symptomatisch wirksamen Medikamenten
und auch Wachstumsfaktoren, die das Knochenmark stimulieren können. Also ein Notfallset. Soweit zu den Strahlenschutzmaßnahmen und als letzten Punkt noch ein kurzer Exkurs, wie man die Erkenntnisse auf der Erde nutzen kann. Eine wichtige Anwendung ist nämlich die Krebstherapie mit Kohlenstoffionen. Hier sehen wir ein Bild von dem Beschleuniger am Heidelberg Ion Beam Therapy Center, beziehungsweise das Austrittsfenster, wo die schweren Ionen heraustreten und einen Tumor beim Patienten bestrahlen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Abbildung mit den Protonen und den Kohlenstoffionen. Die war gar nicht über Weltraumstrahlung, sondern die war über Therapie. Protonen und Kohlenstoffionen werden bereits in der Krebstherapie eingesetzt und der physikalische Vorteil ist dieser Bragg Peak. Man kann diesen Bragg Peak aufspreizen und in den Tumor hineinlegen. Und damit kann man gezielt die Tumorzellen abtöten. Man hat in dem Bereich der Haut, die durchdrungen werden muss, eine geringere Dosis und hinter dem Tumor fast keine Dosis mehr. Also eine wesentlich präzisere Platzierung der Dosis im Vergleich zu Röntgenstrahlung. Und bei Kohlenstoffionen hatten wir noch den Vorteil, dass sie eine stärkere Wirksamkeit haben als Protonen. Und deshalb betreibt man auch den Aufwand, einen Beschleuniger für Kohlenstoffionen zu bauen und nicht nur für Protonen. Und was man sich dann erhofft, ist, dass man Strahlenresistenz von Tumoren überwinden kann und das Normalgewebe durch diese Dosisverteilung besser schonen kann. Die Reaktion der Krebszellen auf die Kohlenstoffionen ist dabei sehr wichtig für den Therapieerfolg. Und wenn man also versteht, wie schwere Ionen mit Zellen interagieren, dann hat man hier auch einen wichtigen Beitrag geleistet, um die Tumortherapie zu verbessern. Am Ende bleiben aber noch viele offene Fragen. Diese Risikoabschätzung, die ich gezeigt habe, den 1% Krebsrisiko für ISS, dann für Katarakte, Früheffekte, die degenerative Erkrankung ist immer noch mit hoher Unsicherheit behaftet. Und wir haben in der Vergangenheit sehr viele Experimente gehabt mit verschiedenen Zellen, Geweben, Organen, um die biologische Wirkung von einzelnen schweren Ionen zu untersuchen, weil man nicht das ganze Strahlenfeld auf der Erde simulieren kann. Inzwischen gibt es aber Simulationen für die galaktisch-kosmische Strahlung, die etwas komplexer sind, das zum Beispiel am NASA Space Radiation Laboratory, am Brookhaven National Laboratory in USA auf Long Island oder auch an der GSI, also der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Was auch noch nicht ausreichend verstanden ist, sind die individuellen Faktoren der Strahlenempfindlichkeit, Geschlecht, genetische Disposition und so weiter. Und der Einfluss von anderen Umweltfaktoren wie die Schwerelosigkeit. Und ganz dürftig wird es bei den wirksamen Gegenmaßnahmen. Wie kann man schützende Mechanismen in der zellulären Strahlenantwort nutzen, um eben späte Effekte zu vermeiden? Und ganz zum Schluss. Das ist also ein kleiner Eindruck eines anderen wichtigen Faktors bei Weltraummissionen, der Schwerelosigkeit. Und damit bin ich am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bin gespannt, ob es Fragen gibt. Hey, super, ich bin jetzt hier schon
von dem Sharing rausgegangen. Sie können das Sharen jetzt beenden und dann können wir hier in dieser, genau. So. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Hellwig, für den tollen Vortrag. Das war eine spannende Reise, auch wieder hier durch das nahe und den ferneren Weltraum. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt gleich Lust kriegt, sich für die nächste Mars-Mission zu melden. Das werden wir jetzt gleich mal im Chat vielleicht auch nochmal abfragen. Auch an die Zuschauer vielen Dank fürs Zuschauen bisher, fürs Mitchecken. Ich habe versucht, so ein bisschen zu scannen, was so an Fragen kam. Ich werde auch gleich nochmal durchgucken und die werden wir jetzt einfach alle an Frau Hellwig mal weiterleiten. Wir haben das ja gesehen und Sie haben dann später den Plot auch nochmal mit der Apollo-Mission und den Ausbrüchen gezeigt. Man könnte ja meinen, dass die Glück gehabt hätten, dass es zu einer hohen Solaraktivitätszeit der Fall war, sodass wenigstens die galaktische kosmische Strahlung so ein bisschen abgeschirmt war. War das denn zu dem Zeitpunkt, hatte die NASA das auf dem Schirm, dass das ein Problem ist? Ja, also das auf jeden Fall. Und es könnte auch sein, dass die letzte Apollo-Mission deshalb etwas später gekommen ist. Die Astronauten hatten auch Strahlungsmessgeräte, aber man hatte eher so die Bedenken, dass wegen oberirdischer Atomwaffentests vielleicht Restradioaktivität durchflogen wird. Und das wollte man messen. Also man kann zu Apollo sagen, die Dosis war ungefähr 11 Millisievert. So eine kurze Mission ist von der galaktisch-kosmischen Strahlung nicht das große Problem. Und die Kapsel für Apollo war aber noch nicht für den Strahlenschutz ausgelegt. Das ist jetzt bei Orion wirklich besser. Die Kapsel ist nach Strahlenschutzmaßgaben designt worden, sodass man dann auch wirklich einen Rückzugsraum hat und die Astronauten alles Material über sich schichten können, wenn so ein solares Teilchenereignis stattfinden sollte. Wie ist das mit diesen solaren Ausbrüchen? Wie lange dauern die so im Mittel? Also wie lange muss man sich dann quasi in den Raumschiffbunker begeben? Ja, das ist so Stunden bis wenige Tage. Also aber schon, im Bereich von Stunden. Mhm. Und das ist eben auch die Idee hinter der Weste, wenn das nur so ein kleineres Ereignis ist, wenn die in dem Schutzraum sind, dann können die in der Zeit nicht viel machen, dass sie vielleicht sich mit der Weste schützen können und sich weiter bewegen können im Raumschiff. Mhm. Ich meine, bei diesen solaren Events, jetzt auf einem Marsflug beispielsweise, hätte man den Vorteil, dass das Problem immer aus der gleichen Richtung kommt. Man könnte also das Raumfahrzeug ein bisschen bauen, dass es auf der sonnenzugewandten Seite vielleicht besonders stark abgeschirmt ist. Ne? Genau, also da kann man sich dann überlegen, ob eine Seite noch stärker abgeschirmt sein muss, genau. Sie hatten diese Weste von den israelischen Kollegen erwähnt. Aus was für einem Material ist das? Ist das geheim oder? Nee, das ist ein Kunststoff, also ein wasserstoffreicher Kunststoff. Okay, das heißt, man versucht möglichst viele Protonen irgendwie, also Wasserstoffatome genau, zu verwenden. Genau, also eine hohe Elektronendichte erreichen, dadurch, dass man eben viel Wasserstoff drin hat. Und Wasserstoff hat dann eben kein Neutron, ist dadurch elektronendichter, wenn man das so im Ganzen betrachtet. Und dadurch wird die Strahlung besser abgeschirmt. Weil der Wirkungsquerschnitt höher ist bei den Protonen, oder? Genau, weil die einfach die Teilchen besser dann abfangen, wenn mehr Elektronen in diesem Material sind, durch die Interaktion damit. Okay, und das war jetzt, die sah schon auch relativ dick aus. Also ist das so wie so eine Daunenjacke, die man sich anziehen müsste dann, oder? Also im Weltraum haben wir den Vorteil, dass es nichts wiegt, aber die wiegt 35 Kilo. Okay. Wenn man sie hier auf der Erde anhat, dann ist es schon ziemlich schwer und sie besteht so aus einzelnen Elementen, die wie so Bleistifte geformt sind. Also sie ist ein bisschen beweglich, man kann sie anpassen an den Körper und es ist so, dass auf der Raumstation man da Tragetests gemacht hat und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber jeden Tag möchte man das nicht tragen. Also das ist wirklich für die solaren Teilchenereignisse und nicht um galaktische kosmische Strahlung während der ganzen Mission abzuschirmen. Die Weste, da geht es um die solaren Events dann.
Genau. War denn jetzt während der Artemis-Mission irgendwie so ein Event? Das wäre natürlich super gewesen. Ja, also wir hatten sehr gehofft, dass wir die 41-Tage-Mission haben, aber dann der Starttermin im November war nur die 26 Tage und da hat sich in der Zeit kein Solaris-Teilchen-Ereignis ergeben, leider. Aber wir haben Protonen im inneren Strahlungsgürtel, die sind ungefähr vergleichbar. Und das heißt, wir können über diese Daten das dann messen, wie stark, um zu produzieren, einen ganzen Torso zu bestrahlen. Wir haben beispielsweise den Matroschka-Kopf bei der GSI bestrahlen können. Also das klappt, 20 mal 20 Zentimeter klappt. Okay. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie die beiden, Puppen als weibliche Dummies quasi konzipiert haben? Genau, die Frage war jetzt am Anfang abgehakt. Ich hatte mich gewundert, dass die beiden Puppen, die mit der Artemis mitgeflogen sind, die beiden Dummies, dass das beides als weibliche Körper konzipiert war. Was ist da der Hintergrund? Ja, also der Hintergrund ist ja, Daten für einen männlichen Torso hatten wir von der Raumstation. Und jetzt bei dem Artemis-Mission wird ja auch die erste Frau zum Mond fliegen. Und wir brauchen also dringend Daten für die Dosisverteilung im weiblichen Körper. Und deshalb haben wir weibliche Phantome ausgewählt, um dann auch den Effekt der Weste vergleichen zu können, brauchen wir zwei identische Phantome. Das ist dann aber auch so, dass dann, da geht es nicht nur um die Körperform, sondern das Material, aus dem das quasi das Gewebe simuliert, ist dann auch anders als bei einem männlichen Crash-Test-Dummy sozusagen. Stimmt das? Also das im Grunde die Verteilung der Organe, die Größe der Organe und des Skeletts ist so wie bei einer Frau. Okay, Genau, genau. aber das ist im Grunde im Knochen ist mehr Kalzium, das wird dann anders interagieren als beispielsweise die Lunge und das ist dann einfach über Beimischung in diesen Kunststoff der Phantome wird das dann simuliert. Also es geht eigentlich nur um die Interaktion, die physikalische Interaktion der Strahlung mit diesem Material der Phantome. Genau. Im Chat kam vorhin eine Frage, weil Sie erwähnt hatten, dass unterschiedliche Organe, sagen wir mal, unterschiedlich abschirmend auf und unterschiedlich mit der Strahlung interagieren, sagen wir mal. Dann kam da, wie ist das eigentlich mit Fett? Würde es helfen, wenn man besonders dicke Astronauten zum Mars schickt? Es ist tatsächlich so, dass der Körper sich selbst auch abschirmt. Und da sieht man, also jetzt gerade bei den Extravehicular Activities, wenn man im Raumanzug unterwegs ist, die Hautdosis war ja extrem hoch, eine gewisse Abschirmung, aber ich glaube, das ist nicht so, dass sich das lohnt, um die inneren Organe zu schützen. Internet gerade Also, wieder. sobald man im freien Weltraum ist, ist es vergleichbar. Ja, okay. Ja, also ist halt nur viel kürzer Entschuldigung, zum Mond zu bitte. fliegen. Ja, genau. Da hat man es in zwei, drei Tagen halt hinter sich, das stimmt. Sie haben das quantifiziert, das Strahlenrisiko im Sinne von einem erhöhten Krebsrisiko. Wie muss ich denn 1%, weil da stand zusätzliches Krebsrisiko, wenn da steht 1% durch den Aufenthalt auf der ISS, heißt das, dass von 100 Astronautinnen und Astronauten einer oder eine dann Krebs kriegt oder dass sich das Lebenskrebsrisiko Genau. um 1% erhöht? Das wäre ein Unterschied. Nee, also das ist tatsächlich, wird einfach aufaddiert, ne? Wenn man jetzt in Westeuropa ein Lebenszeitkrebsrisiko von 30% hat, dann kämen die 1% drauf, dann hätte man ein Lebenszeitrisiko von 31%. Okay, und Also bei im dem Mars Vergleich waren zu dem, es. was an Hintergrund da ist, ist es jetzt nicht so dramatisch. Okay, gut, weil wir auch älter werden natürlich. Insofern, ja. Und auf dem Flug vom Mars wären das dann 5 oder bis 10%, die dann dazukommen. Genau, und mit einer ganz hohen Unsicherheit eben behaftet. Und man möchte das Risiko auf 3% begrenzen. Und das erreichen wir im Moment nicht. 3%, da würde man dann sagen, dadurch erhöht sich das Lebensrisiko
Krebsrisiko um 10% oder was ist da der, was ist da die? Nee, also man möchte sagen, nicht mehr als zusätzlich 3%, also das wären dann diese 33% in Europa. Und dahinter steckt, dass man das im Vergleich mit anderen Berufsgruppen, die irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind und Risiken durch Berufe nehmen zum Glück meistens ab durch bessere Maßnahmen. Und da müsste man eigentlich sagen, dass 3% eigentlich auch noch zu viel sind. Jetzt rein aus medizinischer Sicht, genau, ja. So, aus ethischer Sicht, ja. Genau. Lassen Sie mich noch mal kurz hier durch den Chat scrollen, um mal zu schauen, ob ich vielleicht noch was übersehen habe. So, wie ist das denn? Der Mars, der hat ja nur ein sehr schwaches Magnetfeld. Das heißt, da hat man, das konnte man wahrscheinlich auf den Daten von dem Mars Rover dann auch sehen, ne? Dass das dann, dass genau, die Böse dann abnahm. Also das Magnetfeld vom Mars sind nur so lokale Magnetfelder. Es gibt kein globales und das trägt eigentlich kaum was bei. Es ist so ein bisschen die Atmosphäre, die Kohlendioxidatmosphäre, die abschirmt und natürlich auch der Planet selber. Also der nimmt dann auch immer die Hälfte ungefähr weg. Von der galaktisch-kosmischen Strahlung. Okay, genau. Ich meine, wenn man dann auf dem Mars ist oder auf dem Mond, dann ist es ja relativ einfach, das Material vor Ort, also auf dem Mond, das Regolith oder so zu verwenden und dann einfach das Habitat irgendwie mit dicken Wänden oder genau, Tunnel genau. Oder unterirdisch. Ne? So ist es ja. Genau. Und Sie hatten es im Prinzip schon beantwortet, da kam die Frage, warum Aluminium als Abschirmung so gut geeignet ist, weil das häufig in Ihren Plots auftauchte, wäre Blei nicht besser? Ja, also Aluminium ist nicht so gut geeignet, aber es ist halt ein gutes Material für die Raumfahrt. Also genau. Für die Strahlenabschirmung nicht. Es ist halt schön leicht. Und Blei, da haben wir eben den Effekt, dass sehr viele von den Ionen und von dem Blei selbst auch fragmentieren und wir dann diese energieärmeren Teilchen haben, die dann gefährlicher sind. Und man hat dann diese Spallationsprodukte und dann, okay. Genau. Genau, da kam dann hier die Frage, insofern, wenn man dann später irgendwann mal vielleicht bis zum Jupiter oder noch weiter fliegt, dann hat man wieder Glück, weil da ist dann das Magnetfeld wieder sehr stark. Da hat man dann quasi eine Oase im Sonnenwind. Aber wenn man dann in diesen Gürteln ist, also auf dem Jupiter selbst will man auch nicht rumlaufen, aber auf den Monden, und die Monde liegen innerhalb der Strahlungsgürtel, und dann hat man da extreme Dosisrate. Das ist auch vermessen, glaube ich, aber die haben natürlich recht, wenn das Magnetfeld so stark ist, dann ist natürlich das Potenzial, der Potentialtopf auch so tief, und dann ist der Strahlungsgürtel da besonders stark, ne? Ja, okay. Genau, der fängt dann noch mehr Teilchen ein als der Gürtel der Erde. Und da möchte man sich dann auch nicht auf diesen Monden aufhalten. Okay, gut. Aber da wäre der Flug auch sowieso zu lang. Insofern, das kann dann ein Roboter machen. Das ist dann okay. Genau. Genau. So, ich schaue nochmal, Habitate mit Marserde zu schütten. Genau, das machen wir. Und ich denke, wir sind eigentlich durch die meisten Fragen. Ich entschuldige mich hier, falls ich was übersehen sollte. Ging es nochmal um die Frage, ob man nicht auch ein entfaltendes Schutzschild auf solchen Raummissionen, also irgendwie, also so eine bewegliche Abschirmung, die sind ja wahrscheinlich zu dünn, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist im Wesentlichen ein Masseproblem, das einfach alles mitzunehmen. Ja, ich könnte mir natürlich vorstellen, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Raummissionen geplant sind. Wenn man sagt, auf dem Hinflug baut man das so, dass quasi die Rückseite, die zur Sonne zeigt, besonders dick ist. Man muss ja mit dem Raumschiff auch wieder zurückfliegen. Ja, genau. Wenn das das Gleiche ist, dann das heißt, muss man muss umdrehen. Dann, ja, und wenn die geben ja nicht die ganze Zeit Gasschub, dann müsste man es dann umdrehen. Ja, genau. Also, na gut. Am besten wäre es, wenn wir doch irgendwie so ein Schutzschild wie in den Science-Fiction-Filmen erfinden, dann hätten wir das ganze Problem nicht mehr. So, ja, ich genau. Glaube. Ein eigenes Magnetfeld für das Raumschiff. Aber da gibt es doch, glaube ich, Überlegungen auch, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, was für einen Antrieb man verwendet.
Genau, da gibt es Überlegungen, aber es ist wohl sehr, sehr energieintensiv, sowas zu machen. Ja, Also okay. noch nicht praxistauglich. Ja, okay, dann müssen wir, also bis dahin müssen wir halt uns Ja, müssen wir die mit nassen Wassertanks. Taschentüchern wie auf der russischen Raumstation dann irgendwie Ja, abschirmen. genau, alles, was man hat und dann vor allem die Wassertanks um einen rumbauen. Genau. Das hilft. Gut, so, ich glaube, wir sind durch die Fragen durch. Auch hierfür nochmal vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben und die uns beantwortet haben. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich nochmal ganz kurz hier durch eine Reihe von Hausmitteilungen gehen. Das heißt, wir haben einige Ankündigungen von Veranstaltungen, die unsere, sagen wir mal, Stammzuschauerinnen und Zuschauer natürlich bestimmt schon alle wahrgenommen haben. Jetzt am Freitag ist der nächste Vortrag. Da spricht Sebastian Hess über schwarze Löcher. Und in unserem Freitagsabendsvortrag um 20 Uhr, auch übertragen hier auf dem YouTube-Kanal selbstverständlich. Und dann, Entschuldigung, haben wir heute in zwei Wochen wieder einen Vortrag aus der Reihe Naturwissenschaft und Technik. Und da geht es um Laserfusion und die kommerzielle Nutzung. Wir haben Professor Roth aus Darmstadt zu Gast, der uns da aber auf den neuesten Stand bringt. Gut, und dann, wie immer, die Erinnerung, damit Sie nichts von diesen wunderbaren Vorträgen verpassen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter, wenn Sie es noch nicht haben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns unterstützen, zum Beispiel, indem Sie Mitglied werden. Einfach auf der Webseite auf Mitglied werden drücken. Und natürlich freuen wir uns auch über Spenden. Wir sind ein Verein, also sind wir angewiesen auf Ihre Unterstützung. Gut, Frau Hellweg, nochmal vielen Dank für den Vortrag. Und wir warten jetzt mal so ein bisschen, bis Sie die Daten ausgewertet haben. Und dann wollen wir doch vielleicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren von Ihnen oder Ihrem Kollegen dann mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Das machen wir gerne. Gut, dann wünsche ich... Das ist der Missenpatch hier. Genau, mit Helga oder Soha. Einer von genau. Beiden, genau. Gut, dann vielen Dank. Wenn Sie uns nicht nur online besuchen wollen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern freitags zu einem Vortrag kommen, können Sie natürlich auch die Sternwarte besuchen. Die ist immer vor und nach dem Vortrag geöffnet, bei gutem Wetter. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und machen Sie es gut. Bleiben Sie neugierig. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.